So, welcome back, krasse Dudes. Letzte Part. Ich bin, ja, bisschen kaputt, bisschen abgenutzt nach der ganzen Fahrerei. Mit diesem Stress, was du schon alles, diese ganzen Sachen, die wir alles erlebt haben, das hat die Driver's Stress Rate gut nach oben getrieben. Ich bin leider kein Jan-Erik Sloten, der auf Nürburgring eine 6 oder 9% Stresswert hat. Ihr merkt langsam, ich bin langsam echt kaputt. Für Leute, die nicht verstehen, ja, warum man so kaputt sein kann, ich meine, es ist ja einfach nur, ja, du spielst ja nur ein bisschen. Ist doch nichts. Ja, aber wenn man noch gleichzeitig redet und versucht dann noch, langsam redet, weil man sich dann noch konzentrieren muss und dann, wenn man so langsam redet und schon am Ende des Satzes vergessen hat, was man am Anfang gesagt hat, dadurch der ganze Satz keinen Sinn mehr ergibt, kann das schon, ja, sich ganz dumm anhören und viele Leute können dann noch denken so, oh Mann, du bist ja ein Idiot. Habe ich zu anderen Let's Playern auch gedacht, bis ich ja selber mit dem Quatsch angefangen habe. Naja, das ist halt beliebter Volkssport. Irgendwas zu sagen, so, ach, das ist ja einfach, du kannst es ja gar nicht, aber selbst nie ausgeübt. Ja, man hat es nie selbst ausgetestet. Der erste Gang ja auch nicht mehr gut für die komplette Schikane, also für die erste Schikane. Hat sich gerade so ein bisschen dann angehört, ne? Weil wir ein bisschen sehr weit hochgedreht haben im ersten Gang. Oder ich habe einfach zu früh runtergeschaltet. Kann auch sein. Ist ja ewig weit weg. Kann ja nix. Oh nee, der kann richtig was. Da müssen wir aufpassen. Es gibt, das ist das Fünkchen Karma, woran ich sehr stark glaube. Deshalb immer schön die Fresse halten und weiterfahren. Wir haben 7 Schaden. Wir können vom Glück sprechen, dass kein Ford Sierra mitfährt. Der hat uns hier sowas von platt gemacht auf der Geraden. Da wollte das Heck kommen, weil wir auf der Grasnarbe waren. Das wäre jetzt, Alter, Also hätte ich das jetzt verkackt, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ich glaube, ich hätte versucht, meine PS4 einfach durch den Fernseher zu werfen. Oh, wieder eine große Lücke. Merkt, die Reifen sind wirklich kaputt. Oh, wir haben nicht mehr so... Ja, so kaputte die Reifen werden, desto langsamer wird das Auto... Deshalb brauchen wir auch gerade nicht in den fünften Gang zu schalten. Oder wir sind einfach nur sehr langsam aus der Kurve rausgekommen. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, was Nervenkitzelrennen. Schön geschmeidig um die Kurve. Hashtag bleibt geschmeidig. Ich glaube, der erste Gang klappt noch ganz gut in der ersten Kurve der Schikane. 10 Minuten noch, Leute. Wir haben die 10 Minuten Grenze erreicht. Also gleich. Gott, oh Gott, ich bin sowas von unter Druck. Mein Magen hat auch langsam wieder Hunger, obwohl ich vor der Aufnahme was gegessen habe. Lecker Rührei mit Speck und Kartoffel in einem zusammen gemixt. Nennt sich, glaube ich, wie nennt sich das? Bauernfrühstück? Nee, Omelette mit erweiterten Zutaten? Irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall gut gegessen. Ich dachte, ich wäre satt, aber nein, er hat, glaube ich, habe wieder alles an Kraftstoffen wieder rausgeschwitzt. Ist aber eklig, stimmt aber wahrscheinlich.
Roman-Junge. Die Reifen sind so im Eimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obwohl, ich kann vielleicht den Druck ein bisschen vermindern, indem ich über irgendein Thema spreche. Was haben wir denn so? Was ist so in der Welt passiert, was interessant ist? Eigentlich gar nichts, oder? Nee, eigentlich nichts. Oh Leute, ich kann was erzählen, was mir selber peinlich ist. Und zwar bin ich auf einen Clickbait-Titel reingefallen. Und nur, weil ich mich um einen Menschen gesorgt habe, bin ich auf einen Clickbait-Titel reingefallen. Leute, pass auf. Leute, jetzt, ja, setzt euch hin, vernünftig hin, drücken gerade, Kopf nach unten, Richtung Handy oder PC, Laptop, Game Boy Advance, egal wo ihr drauf ihr guckt. Okay, pass auf, die Story geht los. Ich liege abends im Bett und swipe so durch mein Handy, was ich immer abends mache, so, um zu gucken, so, ja, vielleicht ist doch in der Welt irgendwas Spannendes passiert. Wenn ja, dann hätte ich jetzt über diesen Newsfeed auf meinem Handy erfahren. Auf einmal lese ich, also, Kategorie ist Michael Schumacher. Ich denke mir so, okay, entweder ist das jetzt mega interessant oder dreckiger Clickbait-Bullshit. So, der Titel war, Sabine, wie da ist, Managerin von Michael Schumacher, gibt 2019 oder 2019 gibt es ein riesen Comeback, worauf sich die Fans freuen dürfen. Und ich denke mir so, warte mal, was? Riesen Comeback 2019, Artikel, was Michael Schumacher betrifft, und die Fans dürfen sich freuen? Okay, was ist es? Okay, ich klicke drauf. Ich habe mir schon gedacht, oh, könnte Clickbait sein, aber wäre doch schön, wenn jetzt mal ein Michael Schumacher Artikel erscheint, was kein Clickbait ist. Und ich klicke so drauf und lese einen Artikel durch. Und worüber ging es über diesen Artikel, der 300 Millionen Absätze hatte? Über eine Gala-Veranstaltung, über eine Spendengala-Veranstaltung, die Michael Schumacher damals ins Leben gerufen hat und irgendwie 2 Jahre nicht mehr gab. Und jetzt 2019 soll es die Spendengala-Veranstaltung, die Michael Schumacher damals ins Leben gerufen hat, die soll es wieder geben. Und ich denke mir so, okay, der Titel heißt 2019 gibt es ein riesen Comeback, worauf die Schumacher-Fans sich freuen dürfen. Und dann geht es um eine Spendengala, die 2019 erscheint. So, what? Das fand ich ganz schön frech. Also, ich finde es... Also, wie kann man nur so hinterhältig so einen Clickbait-Titel erstellen? Also, ohne Scheiß, diesen Redakteur, dem... Einfach mal sagen so, hey, so, während er frei hat, hey, du, komm mal zur Arbeit. Und dann einfach sagen so, so, jetzt pack deine Sachen zusammen und hau einfach ab. Geh, verlass uns. Vielen Dank. Übrigens, 2 Tage später, selbe Prozedur, ich lag im Bett, ich guck so die Newsfeeds durch. Und dann lese ich auf einmal so wieder einen Artikel über Michael Schumacher, weil es dann oben immer dran steht, ne, um was es geht. Entweder Germany's Next Topmodel, die hat wieder ausgepackt, Michael Schumacher, oder Love Island, der hat mit dem und was weiß ich was. Und dann stand da wieder ein Artikel mit, wo es über Michael Schumacher ging. Und die Überschrift war, er hat aufgegeben. Ex-Manager von Michael Schumacher, was stand da nochmal? Entlüftet oder... Nee, er hat aufgegeben. Ex-Schumacher-Manager packt jetzt aus. Gut, in diesem Artikel stand nichts Neues drin. Dieses er hat aufgegeben. Das war nicht an Michael Schumacher gerichtet, sondern an den Ex-Manager, der aufgegeben hat, irgendwas zu verschweigen. Denn der Manager meinte so, ja, ne, also der Schumacher, der war privat ein ganz anderer Mensch, als man ihn als Rennfahrer kennen würde. Also Rennfahrer und privat, das sind 2 getrennte Persönlichkeiten bei dem Michael. Ich denke mir so, wow, cool, das habe ich ja schon vor 20 Jahren gelesen in den Artikeln. Also auch die ganzen Auspack-Nachrichten. So, jetzt packt Ex-Manager aus, jetzt packt Ex-Teamkollege aus, jetzt packt Ex-Rennmanager aus, jetzt packt Ex-Freund aus, also Ex-Freundeskreis, jetzt packt
jetzt anonymer Bekannter, packt jetzt aus. Und es ging immer um zusammengefasstes Thema. Familienmensch Schumacher ist anders als Rennfahrer Schumacher. Ja, natürlich. Im Job verhält man sich anders als privat. Ja, logisch. So, wie gesagt, er hat aufgegeben. Hieß einfach so, der Manager hat aufgegeben und hat einfach was erzählt. Also aufgegeben, irgendwas nicht zu erzählen. Das war's. Und er hat einfach nur gesagt, so, hey, also runtergebrochen war einfach nur, Schumacher war privat ein anderer Mensch, als er sich als Rennfahrer verhalten hat. Nicht mehr so, wie kann man nur so ein schlechter Mensch sein und von dem Leid anderen solche Artikel sich aus dem Rücken ziehen? So, wie kann das sein? Ich verstehe nicht, wie Leute nur so abgebrüht sein können. Und es klappt halt immer wieder, wa? Also, ich dachte eigentlich so, gut, Michael Schumacher hat jetzt aufgehört. Ja, wir sind ganzen Bullshit-Nachrichten. Ja, aber letztens hat es wieder angefangen, warum auch immer. Was ich damals gelesen habe, so. Was war denn das? Schumacher-Fans können sich wieder freuen. Da habe ich auch damals auf die. Ich dachte mir so, oh krass, okay, worum geht's? Geht's ihm besser? Was ist mit ihm los? Ich klicke drauf. Und um den Artikel ging es um seine Tochter, die beim Reitwettbewerb irgendwas gewonnen hat. So, was. Also, ich bin Schumacher-Fan, wa? Aber was interessiert mich seine Tochter? So. Schumacher-Fan! Ah, 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 ah. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Leben wir noch? Wir leben noch, okay. Leute. Okay, also wie gesagt, ich finde es sehr frech, dass man über Leid fremder Leute, oder gut, Leid anderer Leute, solche Clickbait-Artikel rauszieht. Das ist echt frech. Okay, nochmal, jetzt mal kurz... kurz nochmal hier, zusammenreißen. Okay, komm, das schauen wir, Leute. Wir werden jetzt aber Erster. Komme, was wolle. Wir werden Erster. Wir werden das schaffen. Wir sind jetzt vorne zwar sehr stark gedamaged, deshalb kommt jetzt der Erste jetzt von mir angeprügelt. Also schauen wir. Das schauen wir. Easy. Hoffentlich. Okay, da haben wir es ein bisschen durchgebügelt, aber ich will jetzt wirklich Erster werden. Und es war jetzt wirklich nicht mit Absicht, dass ich da so durchjucke. Ich dachte, ich kriege die Kurve jetzt besser. Kann auch jetzt schön außen bleiben. Aber hey, war gutes italienisches Teamwork, das mich noch gerettet hat. Italiener halten zusammen, Leute. Italiener sind eine Gemeinde. Gut, ich bin jetzt kein Italiener, aber ich fahre ein italienisches Auto. Muss reichen. Aber komm, mit bisschen viel Glück heißt es zum Schluss Forza Ferrari. Oh Gott. Schaffen wir noch eine Runde oder nicht? Okay, eine Runde machen wir noch. Oh Gott! Stress! Das Auto will nicht nur die Kurve. Fuck! Okay, he's cleared you. Der letzte Sektor muss jetzt sitzen. Der muss jetzt sitzen.
Holy shit! Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Alonso, ey. Der Formel 1 Weltmeister aufsteigt und ganz laut Sie ruft. oder wie Cristiano Ronaldo. Obwohl, nee, das vergessen wir. Das ist kein cooles Vorbild. Leute, wir sind Erster. Oh Gott. Alter, ich habe gerade meine rechte Hand auf meinem Herzen drauf, also auf der Brust. Alter, wie mein Herz gerade pochert. Wie meine Hand zittert. Ich bin komplett fertig mit der Welt. Oh Gott. Oh, nein, warte mal, ich wollte noch was für die Fans machen. Wartet. Oh, ich kann. Okay. Okay, es waren doch nicht alle in die Box. Burnouts auf Rasen. Okay, ich hab's mir cooler vorgestellt. Okay, wir fahren in die Box. Okay, Leute. Es sollte zum Abschluss nochmal cool werden. Ich hab's leider damit komplett verkackt. Nächstes Mal vielleicht. Oh, übrigens, wir haben noch 1,8 Liter im Tank. Das ist gut. Das war knapp. Aber Wahnsinn, ist das Auto dreckig. So. Wer ist unser Boxenmann? Wer winkt? Wo ist unser Boxenmann? Da hinten. Da steht auch unser Lollipop Man. Hallo. Ach Gott. Ja, das war gut. So, da bin ich mal jetzt echt gespannt, was jetzt passiert. Kommen wir jetzt in die nächste Series oder nicht? Mal gucken. Wir sind P1 geworden. Haben nicht die schnellste Runde. In 1, 4, 8, das ist gut. Also für einen vollen Tank im Rennbetrieb mit kaputten Reifen. Ist das gut? 25 Punkte haben wir für uns mitgenommen. In der Overall-Statistik sind wir P3. Wir haben es also noch aufs Treppchen geschafft. Reicht das jetzt für die nächste Series? Oder nicht? Ich habe X gedrückt. Was passiert jetzt? Nichts. Ladebalken. Was kommt nun? Sehen Sie in der nächsten Folge von... Weiß ich nicht. Oh Leute, ich bin echt so froh drüber, dass das Rennen vorbei ist und dass wir es sogar noch geschafft haben auf P1. Das war so... Man hat es gesehen. Die letzten Kurven... Hat die KI nie so hundertprozentig geschafft. Und da waren wir halt, ja, besser. Okay, wir lesen herzlichen Glückwunsch. Den Rest können wir uns schenken. Das reicht. Das ist schon positiv genug. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Die Euro Championship. Oh Leute, wie wäre es, wenn ich in der Euro Championship nochmal die kurze Variante fahre? Denn wenn ich nochmal hier die volle Variante anzeige, haben wir jetzt nicht so geile Strecken dabei. Also die geilsten sind schon, ne? Barcelona und Spa, was wir hier in der Kurzvariante dabei haben. In der vollen haben wir noch sowas dabei wie Brno oder Le Mans Bugatti Circuit. Also nicht das Le Mans, was man aus dem Fernseher kennt, sondern die kleine Pleb-Version. Deshalb würde ich fast schon raten, dass wir hier nochmal die kurze Variante fahren und dann in der World Championship die große Variante fahren, damit wir so schnell wie möglich zu unserem eigentlichen Ziel GT3 auf Nordschleife kommen. Denn hier gibt es die Nordschleife. Und ich glaube, Nordschleife wollen wir alle sehen, oder? Also ich glaube, Nordschleife ist schon so das Ding, was man sehen will. Zur Not, wie gesagt, schreibt zur Not in die Kommentare, was ihr haben wollt. Wollt ihr erstmal die EU Championship in kurz sehen oder in lang? Oder halt seid ihr doch eher der Meinung, Nordschleife so schnell wie möglich, let's go. Deswegen, ich lasse mich mal überraschen, was ihr so zu sagen habt, wenn da jemand schreibt. Ich gucke drauf. So, und jetzt nochmal aufpassen für die Leute, die schon weggeschaltet haben. Selber schuld, ihr Idioten. Jetzt wird es nochmal kurz groß angekündigt, denn ich habe es leider nicht geschafft, in der Folge anzusprechen, da ich da wirklich concentrated wie sonst was war. Denn morgen, Leute, um 15 Uhr geht es nicht weiter mit Gran Turismo, sondern es gibt ein Special. Denn morgen gibt es zum ersten Mal Dirt Rally Gameplay und nicht nur irgendeins, Leute. Ich fahre zum ersten Mal in meinem Leben den Pikes Peak in der alten Schotter-Variante mit dem Audi Sport Quattro S1 vom Jahre 1987, was damals bewegt wurde von Walter Röhrl. Und da zeige ich euch, wie ich diese Strecke zum ersten Mal in meinem Leben befahre. Ob ich es überhaupt hochschaffe, das seht ihr morgen um 15 Uhr. Von daher freut euch, es wird wirklich, wirklich gut werden. Deshalb seid gehypt.
Wir sehen uns morgen wieder, 15 Uhr. Ich bin jetzt raus. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.